Also, hallo Cecil. Hallo Ulrich. Wir haben heute das Corona-Wort Ausreisesperren. Ja, leider, ja, gibt es ein solches Wort. Es gibt ein solches Wort wie Einreisesperre. Du hattest mir geschrieben, im Französischen muss man das etwas verwickelter ausdrücken. Es gibt kein Kompositum dafür. Nein, also natürlich ist die französische Sprache weniger flexibel als die deutsche Sprache. Aber trotzdem, also auf Französisch würde es so lauten: Interdiction de sortie du territoire. Das Verbot, um das Territorium zu verlassen. Verstehen. Gibt es, also ich habe mich ein bisschen informiert, welche Ausreisesperren es in Deutschland gibt. Also das gibt es das in Frankreich auch, weißt du das? Also es gibt in Deutschland schon die Möglichkeit, Bürgern der Bundesrepublik die Ausreise zu verwehren. Das ist im Passgesetz so aufgeführt. Weiß nicht, ob es das in Frankreich auch gibt. Ja, habe ich auch recherchiert, und in Frankreich heutzutage gibt es noch zwei Gründe dafür, also um terroristische Aktivitäten zu vermeiden. Und es gilt auch für minderjährige Kinder. Also wenn es Schwierigkeiten mit Trennungen zwischen den Eltern gibt, sodass die Kinder sich nicht im Ausland finden, also nicht entführt werden. Aber das sind die einzigen Gründe. Wie sieht es in Deutschland Es aus? gibt eine ganze Menge mehr Gründe. Das ist einmal der Verdacht auf terroristische Aktivitäten, dass man sich, also es ist in letzter Zeit ist das akut geworden bei Bürgern, die sich, also bei Salafisten, die sich dem IS anschließen wollten, denen man den Pass entzogen hat. Und, bei dem Verdacht, dass man eine Straftat begehen wird im Ausland, also beispielsweise, dass man in Drogenhandel verwickelt wird, wenn man sich dem Wehrdienst entziehen will oder dem Ersatzwehrdienst, das wird wahrscheinlich nicht mehr gelten, weil wir ja mittlerweile auch eine Berufsarmee haben. Also auch wenn man beispielsweise Fremdenlegionär werden will, das würde auch bedeuten, wenn man es vorher sagt, dass einem der Pass entzogen wird bei Steuerhinterziehung. Und das ist ganz neu bei dem Verdacht, dass man an einer Genitalverstümmelung teilnehmen wird. Also es ist ein ganz neuer Abschnitt, der in dieses Reisesperregesetz oder Passentziehungsgesetz eingefügt worden ist. Von Krankheiten steht da nichts. Also auch noch, wer sich einer gesetzlichen Unterhaltspflicht entziehen will. Also jemand, der keine Alimente bezahlen will und ins Ausland retiriert. Aber das sind natürlich alles Tatbestände, von denen die Behörden normalerweise nichts wissen. Also ich werde ja nicht vorher beim Amt anrufen und sagen, ich zahle jetzt keine Alimente mehr und fahre nach Spanien. Auf Wiedersehen. Aber es steht nichts von Krankheiten da und es hat ja auch wirkliche Ausreisesperren noch nicht gegeben. Einreisesperren hat es gegeben. Ja, genau. Aber ich wollte noch fragen, also ist es oder war es ein DDR-Begriff auch oder nicht? Ausreisesperre, das weiß ich jetzt nicht. Also so gut bin ich damit nicht vertraut, aber es gab natürlich eine generelle sozusagen Ausreisesperre, was die Länder des Ostblocks oder des Warschauer Pakts betrafen. Also man konnte ja nicht so ohne weiteres reisen. Insofern brauchte man gar keine spezifische Ausreisesperre zu verhängen, weil es unmöglich war, also bis auf wenige Ausnahmen, ein Visum fürs westliche Ausland zu bekommen. Das gilt ja für einige Länder immer noch. Auch in den USA muss man erstmal einen Pass beantragen. Das dauert. Also man kann da nicht von Ausreisesperre reden, aber es dauert eine Zeit lang. Ja, mit Visum. Ja, ich habe auch recherchiert, also was ja, hatte ich auch geschrieben, dir geschrieben. Es gibt dieses Wort in Frankreich. Ich finde es ein schönes Wort, limogé.
Das bedeutet, also es gibt eine Provinzstadt, wo niemand hin möchte. Das heißt Limoges. Und ich wusste es nicht. Ich dachte, es ist sehr, also Limoges heißt zuerst nach Limoges schicken. Und ich dachte, es ist ein altes Wort, aber es ist nur im Jahr 1914 entstanden. Mhm. Das war von Joffre, er war der Hauptkommandant der französischen Armee in ja. der Zeit und hatte 134 Offiziere dorthin geschickt, denn er dachte, diese Generäle sind ganz unfähig, also den Krieg gut zu führen. Und das war der Anlass. Also ich finde diese Wörter, also mit Ausgangssperre vielleicht nicht so sehr. Es klingt eher zuerst juristisch, aber in Frankreich zum Beispiel mit der Ausgangssperre, Confinement sagt man auf Französisch, das wurde zuerst militärisch verwendet. Also eine Einreisesperre ist im Grunde genommen das Negativ einer Ausreisesperre, wie wir das hatten. Mhm. Ne? Also am Anfang der Pandemie, wo plötzlich die Länder sich abschotteten und es eine Einreisesperre für Bürger Frankreichs nach Deutschland gab. Also es war dann, die deutsche Einreisesperre war eine Ausreisesperre für die Franzosen, zumindest nach Deutschland. Ja, genau, ja, ja. Aber ich fand es ganz merkwürdig, dass es dieses Begriff gibt. Also Einreisesperre konnte ich mich gut vorstellen, aber Ausreisesperre finde ich ganz besonders. Ja, finde ich auch seltsam. Welche Gründe könnte es geben, eine Ausreisesperre zu verhängen? Doch die eigenen Bürger daran zu hindern, jetzt in Bezug auf die Pandemie, das Virus irgendwo anders hin zu transportieren oder... Ja, das auch so in den ersten Zeiten, also mit der ersten sogenannten ersten Welle, wenn alle europäischen Länder sich abgetrennt, also eingesperrt haben. Aber es ist, ich weiß nicht, das ist ein Gesichtspunkt. Also Einreise- oder Ausreisesperre. Denn also mit der Ausreisesperre, wer oder wen möchte man beschützen? Mhm. Diejenigen, die ausreisen oder diejenigen im Land, wo sie ausreisen? Und Ausreisesperre hat es unbedingt mit den Grenzen zu tun. Ja. Oder geht es auch von einem Bundesland zum anderen Bundesland? Ja, also bei der Ausreisesperre kann man ja möglicherweise dann zwei Aspekte nennen. Man will die eigenen Bürger schützen, sich woanders in einem anderen Land anzustecken und diese Ansteckung zurückzubringen. Das wäre ein Motiv. Aber wichtig ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, die Frage der Grenze. Wir haben über das Passgesetz gesprochen und Pässe sind ein relativ neues Phänomen. Pässe gibt es seit dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Seit dem Ersten Weltkrieg, seitdem gibt es auch erst Staatenlose. Also das große Problem der Staatenlosigkeit, gerade in Frankreich haben extrem viele Staatenlose Zuflucht gefunden in den 20er Jahren, dass sozusagen eine Einreisesperre auch nur da verhängt werden, oder eine Ausreisesperre nur da verhängt werden kann, wo man ein Dokument braucht, um in ein anderes Territorium zu reisen, verweigert dann das. Moment. Also Ausreisesperren sind noch nicht verhängt worden, aber Quarantänen sind verhängt worden, sozusagen. Und es gibt sozusagen eine Markierung von Bereichen, die als hochinfektiös gelten, also wo die sogenannte Inzidenzzahl sehr hoch ist. Ja. Die Leute dürfen nicht mehr reisen. Das heißt, sie dürfen auch innerhalb eines Landes, also eines Staates, nicht mehr so ohne weiteres wie in der Bundesrepublik das Bundesland wechseln, was auch eine Form von unausgesprochener bzw. nicht gesetzlich fixierter Ausreisesperre. Ja, genau. Also es gab noch keine materiellen Sperren, aber es gibt so Sperren im Kopf und es gibt Ressentiments und es gibt
so individuelle Vorsichtsmaßnahmen, was man darf, was man nicht darf. Und das ist ja im Grunde genommen auch Thema deines letzten Romans, immer auf die sozusagen eine literarische Dimension zu finden, wo das Problem der Ausgangssperre eine Rolle spielt. Also Ausgangssperre hat immer auch einen Moment des Dystopischen, des Katastrophischen. Das musste ich auch beschäftigt haben bei, ich hoffe, ich sage jetzt nicht, Verstörung heißt das Buch auf Deutsch. Zerstörung. Du riechst auch eine Verstörung. Das ist ja im Grunde genommen auch Thema so ein bisschen Ausgangssperre, nicht mehr, also die Öffentlichkeit wird bedrohlich plötzlich. Ja, genau. Also im Roman geht es um eine Diktatur, aber es stimmt, dass es gibt immer wieder neue Gesetze und die wurden sofort integriert, also innerlich gemacht. Und das ist auch unser Zustand, habe ich das Gefühl. Also ja. Also ich war zum Beispiel, hat mit dem Roman nichts zu tun, aber ich hatte eine Lesung in Gießen zum Beispiel und habe bemerkt, also in Frankreich, in Paris, muss man die Schutzmaske auf der Straße auch tragen. Und in Gießen habe ich die Schutzmaske fast die ganze Zeit auf der Straße getragen und habe ab und zu gedacht, ja, aber hier dürfe ich auch ohne Schutzmaske gehen. Und so ist es so, dass wir ja innerlich diese Gesetze, ich finde es erschreckend, ja. Also wie wir innerlich zustimmen, ohne es zu bemerken. Ja. Es geht so im Roman. Also, könnte man sagen, dass der Roman Ausdruck davon ist, dass sowas Dystopisches in der Luft liegt und dass wir Momente des Dystopischen oder der Katastrophe oder des Ausnahmezustands jetzt erleben. Also dass du sozusagen, wenn Schriftsteller die oder Schriftstellerinnen die Symptome der Welt lesen, dass du die Symptome der Welt sozusagen gelesen hast, ohne dass die Pandemie schon da war. Weil das könnte man ja auch lesen, es könnte ein militärisches Problem sein, was da herrscht, es könnte aber auch eine Krankheit sein. Das bleibt ja wirklich auf eine wirklich sehr, sehr tolle Weise offen. Ja, könnte man sagen, es war also eine Vorahnung, würde ich nicht sagen, aber es gibt etwas in der Luft, in Frankreich, aber auch nicht nur in Frankreich, das mit der Gewalt zu tun hat. Auch mit der Unmöglichkeit, sich auszutauschen, oder Unfähigkeit, wollte ich sagen, und mit einer Bedrohung. Natürlich kann es mit einer Pandemie verbunden sein, aber mit alles Möglichen. Und das gibt es in der Luft und auch mit diesen Momenten, wo die Wirklichkeit plötzlich umkippt. Und das, also diese Momente oder diese Zeiten, wo es ein Früher gibt und ein Später, also ein Vorher und ein Nachher. Ja. Interessant ist ja auch noch ein Satz dazu, dass sowas wie eine Ausreisesperre für alle gilt, ne? Und dass einige sozusagen prominente Figuren narzisstisch gekränkt sind, dass sie nicht mehr in ihr teures Lokal gehen können sozusagen oder unbeschwert um die Welt fahren. Das ist natürlich ein demokratischer Aspekt, also jetzt in großen Anführungszeichen geschrieben, dass man der sozusagen einer Ausreise- und Einreisesperre nicht so ohne weiteres entkommt, und zwar keiner. Und es gibt ja dann prominente Stimmen, die rumgreifen in der Öffentlichkeit, dass das jetzt der Beginn der Tyrannei wäre, nicht was bizarr ist. Aber das hat natürlich einen Moment des Demokratischen auch. Sofern man akzeptiert, dass diese Regierung demokratisch legitimiert ist und diese Maßnahmen verhängen kann. Okay, der Virus ist ziemlich demokratisch.